Ja, vielleicht gucken wir uns da auch noch mal den Color Dialog an. Der bietet sich hier natürlich an, wenn wir zum Beispiel hier in unserem Linear Gradient Brush zum Beispiel eine Farbe mal einstellbar haben wollen, dann brauchen wir sicherlich irgendeine globale Variable. Nennen wir die mal Color, was weiß ich, Color C1. Gleich und belegen die mal vor. Die soll mal Color Black sein. Muss ja irgendwie eine Instanz haben. So, Color Black. Jetzt werden wir hier die Farbe Blue mal auf meinen Color Black stellen. CL. C1 natürlich. CL, will man. C1. Und wir machen jetzt eine Möglichkeit, diese Farbe per Button zu verstellen. Also brauchen wir jetzt wieder ein Button. Und diesen Button schieben wir jetzt nach dahin. So. Und machen ihn jetzt entsprechend hübsch. Button Color. Und schreiben dahin Color 1 oder was auch immer. Ich habe übrigens gesehen, die Linie der Text ist natürlich doof. Ich schreibe da einfach mal drauf rein. So. Das ist ein bisschen klarer. Und wir brauchen zum Farbvorstellen per User die Color Dialog Box. Die kennen Sie sicher auch von manchen Anwendungen. Wir haben die Open File und Save File kennengelernt. Und Color Dialog sieht so ähnlich aus, wird auch so ähnlich programmiert. Da gibt es wieder diese Dialogabfrage, ne? Color Dialog 1. Show Dialog gleich gleich Dialog Result bietet ja alles im Grunde an. Okay, wenn das der Fall ist, dann wird jetzt entsprechend dieser Block aktiviert, wenn er die OK-Taste drückt. Und da will ich einfach nur C1 überschreiben mit Color Dialog 1 und die gewählte Farbe dort wird Color sein. So. So einfach ist diese Umstellung und wenn ich jetzt das mache, dann sieht man Folgendes. Ja, das sind Sachen, Sie sehen, wie schnell man sowas hinkriegt. Ich habe jetzt das auf Schwarz gemacht. Na, jetzt mache ich das einfach mal auf Rot, sage okay und dann zeichne ich und dann sieht man einen Farbübergang von Cyan oder was das ist hier nach Rot. Also so kann ich jetzt sehr schnell mir irgendwelche Farbwünsche per User zurecht rücken. Okay. Ganz witzig ist übrigens auch noch mal so ein Zeichenvorgang mit der Maus zu zeigen. Also was ich jetzt als nächstes machen möchte, ich möchte in das Bild hinein mit meiner Maus, bei der gedrückten Maustaste mit dem Pen arbeiten. Und da, also wie mit einem Stift hier was drauf zeichnen, damit Sie auch mal diese Maus-Events kennenlernen. Wenn die einmal gesehen hat, dann kann man da sehr schnell auch mit umgehen. Dazu brauchen wir natürlich die Maus-Events von der Picture-Box. Und insbesondere, wenn ich also da zeichnen will, schauen wir uns jetzt diese Events mal an. Dann gibt es einige Maus-Events. Einmal den Maus-Move, der wird erzeugt, wenn ich mit der Maus über das Bild gehe. Dann gibt es den Maus-Enter und Maus-Leave. Maus-Enter, nee, will ich gar nicht haben. Maus-Up ist, wenn eine Maustaste losgelassen wird und Mouse-Down ist, wenn die Maustaste gedrückt wird. Die brauche ich jetzt auch gleich zum Aktivieren dieses Zeichenvorgangs. Nur wenn Mouse-Down gedrückt ist, soll er natürlich zeichnen. Sonst würde er immer zeichnen, wenn meine Maus auch nur einfach drüber geht. Ich will ja aktiv nur dann zeichnen, wenn ich mit der linken Maustaste gedrückt habe. Das heißt, ich brauche ein Event Mouse Down.
wo ich ein boolesche Variable einfach auf True setze, ein Mouse ab, wo ich diese wieder auf False setze und ein Mouse Move, wo ich zeichne. Machen wir erstmal Mouse Down. Dazu brauche ich jetzt quasi eine boolesche Variable. Bool, die nenne ich mal Draw und belege sie vor mit False. Beim Einschalten soll er natürlich noch nichts machen, noch nicht zeichnen können. Und wenn Mouse Down ist, soll er Draw auf True setzen. Und wenn Mouse Up ist, Picture Box, wo bist du? Maus ab, soll er sie wieder auf False setzen. So, das sind erstmal die ersten beiden Dinge, die ich da machen muss. Das reicht noch nicht, werden wir gleich sehen. Und mit Maus Move möchte ich jetzt auf mein Bild, was ich mit Draw gezeichnet habe, in mein Pick zeichnen. Und wie mache ich das jetzt? Erstmal natürlich nur, wenn ich das freigeschaltet habe, if draw, dann soll er das nicht machen. Also nur, wenn ich die linke Maustaste gedrückt habe, soll er das machen. Und ja, jetzt möchte ich eine Linie zeichnen von meinem alten, also alten Position zu meiner neuen Position. Die neue Position bekomme ich, ich definiere einen Point, der hat einfach nur XY-Koordinaten, sage Endpunkt, da wo meine Maus jetzt ist, der soll gleich meiner aktuellen Mausposition sein. Wie komme ich daran? Natürlich über die Maus-Event-Achse. Das wird also ständig übergeben und ich kann das abfragen und die Location ist genau das, was ich jetzt brauche. Das heißt, in NP steht jetzt meine aktuelle Mausposition und ich möchte, dass er von der alten Position jetzt eine Linie zeichnet und zwar auf mein Pick. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe eins, glaube ich, gemacht. Das ist ein globales Ding, aber meine Graphics ist noch nicht global. Das heißt, diese Graphics gepickt, das sollte ich hier nicht dort machen, sondern das sollte ich so machen, dass ich da auch von einer anderen, nämlich von meiner Mausgeschichte, darauf zugreifen kann. Hier ist es lokal definiert. Sobald ich das Draw-Klick verlasse, ist es ja wieder weg. Nicht zugreifbar. Ich brauche also eine Deklaration außerhalb einer Funktion. Das sei dies hier mal. Und brauche die Instanzierung dann, wenn er das Pick überhaupt hat. Und das geschieht im Konstruktor. Nur muss ich im Konstruktor, also das macht er erst, nachdem der Konstruktor fertig ist. Ja, also die Reihenfolge der Aktion ist da ganz mitunter ganz wichtig. Das ist ein Doppelpunkt, das ist nicht gut, das muss ein Semikolon sein. Er soll also jetzt hier bitte Graphics wegnehmen, sonst ist es auch eine lokale Graphics im Konstruktor, da kann man auch nichts mit anfangen. Jetzt macht er das, jetzt ist die Frage, hat er jetzt schon das gemacht? Können wir gleich mal testen. Ja, jetzt habe ich einfach nichts anderes gemacht, als meine Graphics gepick globalisiert, dass ich von anderen Funktionen darauf zugreifen kann, instanziert im Konstruktor meiner Form. Und da ist die Frage, hat er schon die Bitmap deklariert, sonst muss ich das nämlich auch in den Konstruktor packen. Dann werden wir auch gleich mal die Reihenfolge, die intern abgearbeitet wird, ist ja auch wichtig. Was kommt zuerst? Wenn ich da jetzt draufklicke, sieht man, das geht wunderbar. Also alles, was ich instanziere außerhalb des Konstruktors, ist denn schon im Konstruktor abrufbar. Jetzt kann ich also meine Gepick aufrufen und meine Zeichnung machen. Und das gleiche sollte ich mit meiner Graphics von der Picture Box machen. Auch das nach außerhalb. Ctrl Copy, Ctrl V, Semikolon. Und das ganze Ding, ja,
Das kann jetzt weg hier. Das brauchen wir nicht mehr. Haben wir global gemacht. Und das kommt auch weg. Nur, dass ich die Instanzierung jetzt und mal copy im Konstruktor hier mache. So. Jetzt kann ich von außen auf diese beiden zugreifen und mache jetzt in meiner Maus-Move-Geschichte die auf das Bild Graphics Pick eine Draw Line. Da ist sie, Draw Line. Und eine Draw Line braucht ein Pen. Den gibt's noch nicht. Global. Ich glaube, den habe ich Pen 1 genannt. Was für ein Pen haben wir denn da oben gezeichnet? Da war's, Pen 1. Genau. Pen 1, Komma. Und jetzt braucht die Draw Line einen Startpunkt und einen Endpunkt. Den Endpunkt haben wir schon, aber den Startpunkt haben wir noch nicht. Start, Komma, den machen wir gleich. Endpunkt, Semikolon. So. Startposition. Will ich nicht haben. Der hat also jetzt einen Vorschlag gemacht, weil er meine Startposition noch nicht kannte. Die brauchen wir natürlich auch irgendwo her. Und das machen wir wieder außerhalb. Endpunkt, Point. Na. Start gleich new point und jetzt will er ja erstmal nichts Konkretes haben, dann lassen wir das erstmal so sein. So Start muss ich ihn klein schreiben, das hat er automatisch groß gemacht. Jetzt ist er vorhanden, Pen 1 ist nicht vorhanden. Jetzt muss ich also Pen 1 nochmal definieren, die brauchen wir auch außerhalb. Control Copy und den tun wir mal hier hin. Also wo die letztendlich stehen, ist letztendlich auch egal. Und hätte natürlich gerne, dass wenn ich meine Farbe gewählt habe, dass dieser Stift auch diese Farbe übernimmt. Ne? Das heißt, wenn ich also Color verändert habe, dann möchte ich gerne auch von meinem Pen 1, die Color gleich C1 haben. So. Ja, dann male ich genau mit dem Stift, den ich dann in der Farbe eingezeichnet habe. So, jetzt sieht das gut aus. Nur eins muss ich noch machen. Wenn ich die Maus, wenn ich jetzt mal beendet habe, denn, oder bei jedem Zeichenvorgang muss ich den Startpunkt gleich den Endpunkt setzen. Mal ein bisschen eine Art rekursives Zeichnen. Ich bewege die Maus, wenn ich das darf, gucke da immer auf die aktuelle Position. Mal von meiner alten Position bis zur neuen Position eine Linie und es fehlt nur noch, ich sehe noch nichts, was er malt. Jetzt muss ich jedes Mal natürlich auch mein Bild wieder aktualisieren. gbp.drawImage DrawImage, wo bist du? Da bist du, DrawImage und da muss jetzt Pick hin. Wieder ein Bild, wo ich das draufmal, Komma 0, Komma 0 in die obere Ecke und gut ist. So. Jetzt müssen wir noch ein einziges machen. Wenn ich anfange zu malen, dann malt er von meinem Startpunkt 0 bis zu meiner aktuellen Position. Das will ich nicht. Deswegen muss ich bei Mouse Down im Grunde in dem Moment, bevor er Draw True macht, muss ich den Startzeitpunkt Start gleich E.Location machen. So sollte es jetzt gehen. Und das machen wir mal mit dem folgenden Test. Also erstmal machen wir
Draw, dann machen wir Color und dann will ich natürlich hier irgendwie was Rotes haben. Okay. Und jetzt sehen Sie einmal noch nichts. Aber wenn ich jetzt zeichne, dann sieht man, tja, ein kleines Problem, nämlich offensichtlich zeichnet er jetzt woanders als er soll. Das heißt, der Mauszeiger und der Bildzeiger stimmen nicht überein. Da haben wir noch echt ein Problem. Gucken wir mal. Ja, diese Zeichenproblematik, dass der Cursor nicht das gleiche wiedergibt wie der Drawline, liegt nach langem Tüfteln, habe ich das rausgefunden, liegt an den Bildeigenschaften. Das habe ich jetzt dadurch rausgefunden, dass ich das Programm ein bisschen geändert habe. Diese Änderungen sehen Sie hier. Ich habe eine Load-Taste spendiert. Damit kann ich verschiedene Bilder laden. Wie geht das? Einfach mit meinem Open-File-Dialog wähle ich einen Dateinamen. Und ich kann jetzt quasi in der Bitmap, kann ich jetzt den Konstruktor neu aufrufen mit dem entsprechenden Dateinamen und dann ist das neue Bild da drin. Und ich habe hier, stelle die Picture Box auf die Größe des Bildes. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe hier zwei Label, da kann ich die Größe der Picture Box und die Größe des Pix mir anzeigen lassen, wenn ich da drauf drücke. Das gleiche ist hier mit Mouse Move, da habe ich ein Label 1 und 2. Das sind hier diese beiden Dinger. Gebe ich raus, was für eine Pixelposition der Cursor hat. Und da sieht man tatsächlich, der hat zum Teil andere Positionen, als ich erwartet habe. Dann habe ich hier oben im Konstruktor eigentlich das Laden des Bildes Blumen einfach gelassen. Und in der Taste Draw muss ich jetzt außerdem, wenn ich ein neues Bild hier lade, die Graphics auf das neue Bild umleiten, sonst sieht man das Bild nicht. So, wenn man das jetzt sich anguckt, dann stellt man Folgendes Komisches fest. Ich kann also jetzt hier mal Draw machen, da ist kein Bild drin. Und wenn ich jetzt zeichne, dann sieht man, es ist tatsächlich jetzt Mausspitze und Stiftposition sind gleich. So, wenn ich jetzt ein Bild lade, zum Beispiel dieses Bild, das erste, 6.3-Mess, dann kann ich das hier zeichnen. Ja, dann stellt man fest, hier ist wieder eine Verschiebung zwischen Maus und Pen. Lade ich aber jetzt zum Beispiel dieses Bild breit, tue es in die Picturebox rein, dann sieht man, jetzt funktioniert es. Jetzt ist die Maus und Pen eindeutig. Und das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, wenn ich jetzt hier mir die Bildposition angucke, ich lade es einfach nochmal, dann sehe ich in Label 1, 2, das ist ein 417, warte mal, da kann ich hier mal da drauf gucken. Es ist ein 1014 mal 434 Pixel Bild. Das, ja, muss ich natürlich drawen. Das sieht jetzt sehr, sehr breit. Warte mal, kriege ich das ganz drauf. Wenn ich jetzt mit dem Cursor hier hingehe, dann sieht man, hier ist die X-Position des Cursors. Der ist bei 4. Und hier hinten ist er bei 800. Obwohl das Bild, ja, warte mal, und dann habe ich das hier bei 1, bei 0 und das sind Y430. Also warum er jetzt nicht dieses Bild auf volle Größe macht, nämlich auf 1014 mal 434, entzieht sich zurzeit meiner Kenntnis. Also da will ich auch jetzt nicht weiter tüfteln. Hier geht es, auf einem anderen Bild geht es nicht. Und wenn man in die Bildeigenschaften reinguckt, können wir ja mal eben schnell machen, in die Bildeigenschaften, jetzt gucke ich in mein Verzeichnis, dieses Bild hat folgende Eigenschaften, das ist im Detail 1014 x 434,
hat 96 dpi. Jetzt achten wir hier auf die 96 dpi, Dots per Inch. Das macht er richtig. Und ein Bild, dieses hatten wir, glaube ich, geladen. Da mache ich auch mal die Eigenschaften von diesem Bild. Und wenn man da auf Details geht, sieht man, der hat 150 Dots per Inch. Und jetzt habe ich ein paar Beispiele ausgesucht. Überall da, wo der 96 steht, stimmen Pen und Cursorspitze überein. Immer wenn da nicht 150 steht, sind die verschieben. Obwohl das mit den Pixeln alles genau stimmt. Also das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht weiter forschen kann und will. Möchte ich nicht. Na, das wäre jetzt auch ein Bild. Da ist Dots per Inch überhaupt nicht angegeben. Warte mal, ein Bild von mit der Größe 899 mal 1599, auch 96 dpi, und auch hier kann man wieder feststellen, dass Maus und Pen übereinstimmen. Also Dots per Inch ist da auf jeden Fall die entscheidende Größe. Aber viel mehr will ich jetzt auch gar nicht für Graphics tun. Das Einzige, was ich noch tun will, ist, ich zeichne Ihnen eine Anwendung in meinem Tool-Programm, wo ich das wirklich, wo ich Drawline benutzt habe, damit Sie sehen, damit kann man also tatsächlich auch was Vernünftiges machen. Und ja, das öffne ich jetzt mal. Ich stoppe jetzt so lange, bis ich alles geöffnet und zum Laufen gebracht habe. Und dann sehen Sie, da habe ich jetzt einfach mal gestartet. Das ist in meinem Programm WinDFC Sharp. Wenn man dann Hardware-Simulation eingestellt hat, Regler ausgelegt hat und jetzt den Adaptive Controller laufen lässt, dann kann man eine Realtime-Kurve einschalten. Das heißt, in Echtzeit werden jetzt die Mess, der Sollwert einer Regelung und der Istwert einer Regelung hier laufend gezeigt. Das heißt, da kann man jetzt Parameter verändern und gucken. Und diese Linien, die ich hier zeichne, das ist jetzt in der Tat genau die Drawline-Funktion in dieser Picture-Box. Und da kann ich jetzt hier, was weiß ich, die Amplituden verstellen mit einer wie heißt es so ein Ding, eine Combo-Box, genau, Range vorstellen, da kann ich ein bisschen Stay on the Top machen, ohne dass er das löscht, na, wie sieht das aus, wenn er das jetzt nicht löscht jedes Mal, ja, dann sieht er so aus, dem Malte natürlich alles irgendwie voll, ne? Okay, also das ist ein Beispiel, wo ich das gemacht habe. Ein anderes Beispiel kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Da habe ich mal beim stehenden Pendel versucht, die Position des Pendels grafisch darzustellen. Aber das kann ich jetzt gerade nicht simulieren. Ist auch egal. Also man kann es ab und zu benutzen und jetzt wissen Sie, wie es geht. Okay, soweit, so gut. Machen wir das nächste.